herzlich willkommen zur Eröffnung der Landesgartenschau 2012 hier in Bamberg. Und auf die Luft geht frisch und reich, wer lange sitzt, muss rosten. Den allerschönsten Sonnenschein lässt uns der Himmel kosten. Jetzt reicht mir Stab und Ordenskleid der fallenden Scholaren. Ich will zur schönen Sommerszeit ins Land der Franken fahren. Sehr geehrter Herr Ministerpräsident, lieber Herr Seehofer, liebe Frau Seehofer, meine sehr geehrten Damen und Herren, ich möchte Sie alle und ohne Ausnahme auch im Namen meines Bürgermeisterkollegen Werner Hipelius ganz herzlich willkommen heißen. Heute sehen wir, wie segensreich und wie erfolgreich diese Entscheidung im Jahr 2002 war. Und wir sollten heute nicht diejenigen vergessen, die ganz verantwortlich dafür gesorgt haben, dass Bamberg heute die Landesgartenschau eröffnen darf. Ich danke deswegen meinem Vorgänger, Herrn Altoberbürgermeister Herbert Lauer. Ich danke Herrn Bürgermeister Hipelius. Ich danke Herrn Heribert Trunk. Und ich danke vor allem dem ehemaligen Umweltminister Dr. Werner Schnappauf dafür, dass er Bamberg damals entscheidend mit auserwählt hat. Wir wollen diese Initiative nicht vergessen. Werner, herzlichen Dank dafür. Begrüßen Sie den Schirmherr der Landesgartenschau 2012 in Bamberg, Ministerpräsident Horst Seehofer. Du bist aber ein Großer. Also, pass auf, ja? Alles schön langsam, Punkt für Punkt. Und zwischendrin mach auch mal einen, ja? Und nicht übertreiben. Und dann darfst du es später richtig krachen lassen. Denn diesen blauen Punkt da oben habe ich für dich aufgehoben. Entschuldigung, ich habe Ihnen erzählt, es ist ein Freckstrom. Komm, wir gehen. Ich will dir noch eines sagen. Franz Josef Strauß, der war ungefähr so groß wie du. Und der hat immer an mir hochgeschaut und hat gesagt, du bist zwar der Längere, aber der Größere bin ich. Oi. Dann überlasse ich dir auch die Bühne. Ja, lieber Herr Oberbürgermeister Starke, lieber Herr Präsident Albert, meine sehr verehrten Ehrengäste, meine Damen und Herren, liebe Bamberger. Es gibt im Freistaat Bayern, Herr Oberbürgermeister, nur wenige Städte, die über so viele Attraktionen verfügen wie Bamberg. Bamberg, das ist unser fränkisches Rom. Bamberg, das ist deutscher Meister und Pokalsieger im Basketball. Und Bamberg ist seit heute Standort der Bayerischen Landesgartenschau 2012. Ich möchte der bayerischen Bevölkerung zurufen, kommt nach Bamberg. Wer Bamberg nicht gesehen hat, kennt Bayern nicht. Wohlauf und Glück gesehen. Herr Ministerpräsident, ich darf Sie jetzt bitten. Die Landesgartenschau 2012 so richtig, feierlich, offiziell mit einem Krabum zu eröffnen. Ja, sehr schwer. Ich bin kräftig, ja. 3, 2, 1. Wir sind gespannt, wann er kommt, unser Ministerpräsident. Ich hoffe, er kommt hier vorbei. Mal schauen, in den nächsten 1-2 Minuten.
Die Landesgartenschau war ein Glücksfall für die Stadt Bamberg, weil wir diese Erberinsel jetzt entwickeln konnten. Wir werden die Universität Fuß fassen, Studenten werden hier wohnen, 400 Apartments sind geschaffen worden. Die Wohnstadt Bamberg gewinnt, hier reift ein neuer Stadtteil. Und ich glaube, der wahre Wert der Landesgartenschau wird erst dann erkannt, wenn die Landesgartenschau mal vorbei ist. Dann wird die nachhaltige Entwicklung dieser Fläche deutlich werden. Und man kann da nur Danke sagen denjenigen, die die Landesgartenschau im Jahr 2002 nach Bamberg gebracht haben. Und ich bin wirklich heilfroh, dass die langjährige Arbeit sich gelohnt hat. Und heute ernten wir, was wir in den vergangenen 10 Jahren gesät haben. Macht euch Spaß. Ja, 10 Jahre Vorbereitung sind jetzt vorbei. Die Stadt, viele Gärtner, viele Fachleute haben sich Gedanken gemacht. Aus einem ja, weniger angenehmen, halbinselähnlichen Gebilde was Wunderschönes zu machen. Und ich denke, das ist uns hervorragend gelungen. Wir haben jetzt einen wunderschönen neuen Stadtpark. Wir haben ganz tolle Spielplätze für unsere Kleinen und für die größeren Kleinen. Und wir haben eine wunderschöne Gartenanlage bekommen. Schön, dass ihr da seid, ich winke euch zu. Halli, 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 Hallo, Halli, Hallo. Macht euch bereit, denn jetzt ist es soweit. Halli, Hallo, Halli, Hallo, Halli, Hallo, Halli, Hallo, Halli, Hallo, Halli, Hallo, Halli. Achtung, jetzt geht's los. Ja, es ist einfach so, wir haben die Landesgartenschau, wie wir uns beworben haben, als Chance gesehen, aus dieser Industriebrache was zu machen mit Hilfe von öffentlichen Fördermitteln. Und der Freistaat Bayern, die Oberfrankenstiftung, die Europäische Union, die haben uns dabei unterstützt. Und es war die Chance, um hier Bewegung reinzubringen, nachdem wir seit 92, 93 Stillstand auf dem Gelände waren. Und wir haben dann schon Ende der 90er Jahre gesagt, Mensch, bewerben wir uns um eine Landesgartenschau. Und haben dann 2002 den Zuschlag gekriegt. Und jetzt freue ich mich einfach über den heutigen Tag, dass es soweit ist. Und wir das den Bürgerinnen und Bürgern aus Bamberg und der Region und darüber hinaus zur Verfügung stellen können. Ja, ich freue mich, dass wir heute die Landesgartenschau in Bamberg 2012 eröffnen können. Es ist ja eine Landesgartenschau, in der Stadt und Landkreis Bamberg zusammenarbeiten. Und wir haben 10 verschiedene Standorte im Landkreis Bamberg. Wir bewerben das hier in einem gemeinsamen Pavillon Stadt, Land und Leute. Und wir haben von Ebrach angefangen bis Heiligenstadt, bis Schloss Seehof unterschiedlichste Projekte, zu denen wir die Bürgerinnen und Bürger und auch die Besucherinnen und Besucher einladen, wenn sie hier sich umgeschaut haben, auch zu uns in den Landkreis zu kommen. Arriba.